Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuschauer, zu unserem Gesundheitsfernsehen. Und heute wollen wir uns darüber unterhalten, wie wir den inneren Heiler aktivieren. Denn wir alle haben einen inneren Heiler. Aber da gibt es ein paar Dinge zu beachten und darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Stefan Meyer ist bei mir Bewusstseinslehrer, ein sehr sympathischer Interviewgast heute und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und vor allen Dingen auf dieses wichtige Thema. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, mich zu begleiten. Bis gleich. Hallo lieber Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Alexandra, hi. Danke dir. Freut mich. Und wir wollen heute über den inneren Heiler sprechen. Also wir müssen nicht die ganze Verantwortung für unsere Gesundheit immer nach außen abgeben. Können wir natürlich und es ist in vielen Fällen sicherlich auch sinnvoll, weil bestimmte, ich sage jetzt mal, Erkrankungen vielleicht schon ein entsprechendes Stadium erreicht haben. Dann ist es einfach die Herausforderung, sage ich jetzt mal, zu groß, wenn auch gleich ich nicht sagen möchte, dass es nicht möglich wäre, den inneren Heiler derart zu aktivieren, dass Wunder möglich sind. Das wissen wir ja auch, kennen wir ja auch, dass es sowas gibt, Spontanremissionen etc. pp. Mhm. Aber lass uns einfach mal von Anfang an anfangen. Was hat es denn mit unserem inneren Heiler auf sich? Was verstehst du als inneren Heiler? Also Punkt 1 ist, wir haben keine Kontrolle. Wir haben keine Kontrolle über unser Leben, wenn wir mal so radikal anfangen wollen. Das ist ein Thema, was die Menschen so ein bisschen spaltet. Die, oder sagen wir mal die Szene, die spirituelle Welt. Ich kann etwas selber tun, glauben viele. Und es gibt aber immer mehr Menschen, die auch feststellen, ja, es scheint so, dass ich etwas tun kann. Wenn ich aber mich weiterentwickle, wenn ich noch tiefer in Verbindung komme mit der Welt, dem Leben, der Schöpfung, dann erkenne ich, dass es da keine Kontrolle gibt, dass ich gar nichts machen kann. Und das heißt, es gibt eine Ebene in uns, die alles heilen kann und die tatsächlich, wie du gesagt hast, auch die Sachen, die fast nicht mehr reversibel sind, oder nicht mehr scheinen, auch verändern kann. Aber ob das jetzt geschieht, das können wir wiederum nicht kontrollieren. Das heißt, wenn wir uns nach innen wenden, wenn wir immer mehr in diese Ebene kommen, des, was wir jetzt hier innere Heiler nennen, das ist ja vor allem, sind das ja Worte, um irgendwie transportieren zu können, worüber soll jetzt dieses Interview gehen. Das sind Sachen, Worte, die niemals das beschreiben können, was wirklich stattfindet auf dieser energetischen Ebene. Aber um sich dem mal zu nähern, kann man sagen, ja, es gibt im Außen sehr viele Möglichkeiten, die zu nutzen, sich zu verändern. Das sind teilweise vom einfachsten her, sind das Nahrungsergänzungsmittel. Ja, kann man schauen, was kann ich mir Gutes tun, dem Körper Gutes tun. Dann gibt es natürlich Operationen, etwas viel deutlicheres, wo ich merke, da ist irgendwas mit dem Körper passiert. Ich kann das jetzt nicht mehr verändern. Ich nutze jetzt eine Operation oder ich nutze irgendeine Therapie im Außen. Es gibt die emotionalen Geschichten, wo ich mir auch therapeutische Hilfe suche. So, und jetzt gibt es diese innere Ebene. Und die ist nicht kontrollierbar. Ich kann mich der aber hinwenden. Und wir nennen es innerer Heiler, wie schon gesagt, um überhaupt Worte dafür zu finden. Und diese Ebene macht etwas mit mir. Aber auch hier das Allerwichtigste daran ist, es bewegt mich. Es kann etwas wirklich heilen. Vor allem tut es das, weil wir aktuell auf diesen energetisch aufsteigenden Ast sind. Da geschieht Heilung, aber ich kann es nicht kontrollieren. Und ich komme zu dieser Ebene, indem ich eben die Kontrolle immer mehr loslasse. Entschuldigen Sie ganz kurz diese Unterbrechung, aber bitte, es dient nicht nur uns, sondern auch der Verbreitung dieser Sendung, wenn Sie diesen YouTube-Kanal jetzt auch abonnieren. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß. Adieu miteinander. Also der absolute Knackpunkt ist zu erkennen, ich kontrolliere, ich glaube irgendwelche Themen, ob sie jetzt vom Außen kommen oder ob sie auch aus mir herauskommen. Und in dem Moment, wo ich aufhöre, so stark zu glauben, dieses oder jenes, und jeder kann da seine Glaubenssätze nehmen, ob ich im Verstand bin und sage,
nur die Therapie, diese Art und Weise zu trainieren, diese Art und Weise zu essen, diese Art und Weise der persönlichen Entwicklung, oder ob es schon tiefer im Gefühl ist, ja, ich habe mich ja schon viel geweitet, ja, da ist der Bewusstseinsraum oder da sind geistige Wesen, die zu mir sprechen, die mir Informationen geben. So, und jetzt, egal wo du, der zuhört, dich befindest, jetzt lass das mal aufgehen. Und lass mal die eigenen Glaubensstrukturen sich weiten. Also, ich weiß nicht mehr. Das, was ich geglaubt habe, das, was für mich, was ich gelernt habe, auch das, was ich erfahren habe, weil es gibt wunderbare Möglichkeiten, sich auch zu entwickeln. Dann erfahre ich, das funktioniert. Ja, ich mache etwas und heile dabei. Ich werde emotional auch heiler. Und das ist völlig okay. Diesen Weg bin ich ja auch gegangen. Und teilweise geschieht es auch immer noch. Und wenn ich das loslasse, wenn ich das weite, komme ich allmählich in einen Raum. Und dieser innere Raum, irgendwann ist es dort ganz still. Es ist dort ganz leer, aber auf dem Weg dorthin bemerke ich, dass dort eine, sag mal, Instanz ist. Es fällt mir selber immer schwer, auch darüber zu sprechen, weil in dem Moment, wo man es fühlt, wenn man es dann in Worte kleidet, merkt man, dass die Worte nicht stimmen, ja, dass sie einfach falsch sind. Aber sie beschreiben es so gut, wie es geht. Mhm. Und das vielleicht mal als Basis überhaupt unseres Gespräches. So, und dann kommst du allmählich, wenn du die Kontrolle loslässt, wenn du deine Glaubensstrukturen sich weiten lässt, kommst du immer tiefer in diese Ebene, die wir jetzt innerer Heiler nennen. Und dann geschieht Heilung noch einmal anders. Aber auch hier wichtig, ich kann es nicht machen, sondern ich vermeintlich lasse ich etwas, höre mit etwas auf und dadurch rutsche ich dann tiefer hinein. Mhm. Es ist ja so, man sagt ja auch immer, der Körper oder jede Zelle ist eigentlich, hat die Absicht bzw. hat die Programmierung auf Gesundheit, also immer auf etwas wieder in Ordnung zu bringen, was nicht in Ordnung ist. Gilt das denn im übertragenen Sinne auch für das feinstoffliche Feld oder für das innere Feld in uns, um uns, wo auch immer? Ja, es gibt eine Art Ordnung, auch hier sind die Worte echt wieder die Herausforderung. Mhm. Ich würde das noch ein bisschen an das Jetzt knüpfen. Ich würde nicht sagen, dass grundsätzlich alles in diese Richtung strebt, sondern jetzt für uns Menschen. Ich sage das so, weil es auch Zeiten gibt, die wir erleben. Wir erleben auch Illusionäre, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wir sind hier in der Illusion. Wir erleben auch Zeiten, wo es wirklich immer dunkler wird, wo es abwärts geht, energetisch. Und da strebt es vordergründig erstmal nicht nach Gesundheit, sondern da strebt es eher nach Erfahrung in der Enge, nach Abspaltung und so weiter. Aber sagen wir mal, jetzt erleben wir uns darin, dass es alles dorthin strebt, in diese Gesundheit. Jede Zelle, der energetische Raum, könnte man so sagen. Und das heißt, wenn ich mitmache, wenn ich mich quasi in dieses Streben, was man sich jetzt mal wie einen Fluss vorstellen kann, wenn ich mich da mit meinem Boot reinsetze und dann mal meine Ruder mal einklappe, also dieses, ich müsste dorthin, ich müsste das machen, ich müsste jenes machen. Wir müssen vor allem Sachen weglassen, vor allem aufhören, gewisse Dinge zu tun, lieber weniger zu machen, lieber innerlich ruhiger werden. Sogar, wer möchte, bis zum Stillstand, den inneren Stillstand. Wenn man das erreicht, dann ist man auf einmal, wuff. Wenn du es schaffst, nichts mehr zu tun, nichts mehr zu denken, dann bist du auf einmal, bumm, im Jetzt. Du bist voll drin, da ist dann kein Du mehr, also nicht du bist da drin, sondern das ist unbeschreiblich, es geschieht einfach dann. Und man kann diesen Weg dorthin sich so ein bisschen versinnbildlichen. Also ich mache immer weniger, ich glaube immer weniger, dass das und das notwendig ist. Und dadurch komme ich immer mehr in diese tieferen Ebenen. Und wenn ich Sachen weglasse, das gilt auch für den Körper, was ist denn eines der unterstützendsten Sachen für den Körper überhaupt? Fasten. Mhm. Also nichts dazu zu bringen zum Körper, weil er hat alle Möglichkeiten, alle Fähigkeiten, es ist alles schon da, in einer Ordnung zu sein.
Und ja, es kann das Gefühl sein, mir fehlt jetzt ein bisschen, es gibt ja die Klassiker, Vitamin C, Multivitamin, Omega 3, solche Sachen, wo ich sage, ja, fühlt man vielleicht, dass man sowas möchte, aber dann geht doch auch mal in das Gefühl, was wäre, wenn ich das lasse? Was wäre, wenn ich nach innen komme? Wenn ich hier diese Ebene sich ausbreiten lasse, das heißt, ich komme in Verbindung mit meinem Körper, ich komme in diese tiefere Ebene und da als Sinnbild sitzt der innere Heiler. Da gibt es eine Ebene, einen Raum. Wenn ich das berühre, dann wirkt sich das aus auf den Körper. Und wenn ich dann meine, ich brauche noch zusätzliche Unterstützung, weil ich das noch machen möchte, dann ist das möglich, aber nicht nötig. Weil im Universum alles schon versorgt ist, grundsätzlich. Und wenn ich aufhöre, mit meiner Kontrolle und mit meinen Glaubensstrukturen mich in irgendeine Richtung zu zwingen, dann bin ich wieder ungerichtet. Und dann bin ich in dem Raum des inneren Heilers. Mhm. Also wir sprechen ja vor allen Dingen eben einfach darum, wenn es mir nicht vor allen Dingen, sondern Heilung geschieht ja auf vielfältigen Ebenen. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der eine körperliche Symptomatik hat, dann bin ich ja in der Regel so ausgerichtet, dass ich mich schlau mache, was macht man in diesem Fall. Das ist wahrscheinlich diese Kontrolle, von der du sprachst. Ne? Ich muss jetzt über meinen Körper die Kontrolle übernehmen und muss Dinge verändern, weil logischerweise, wenn ich alles gleich belasse, wie ich bisher gemacht habe, dann kann sich ja auch nichts verändern. Dann führt es eher weiter in die Krankheit wahrscheinlich. Ne? Mhm. Also dann versuche ich ja schon, etwas zu verändern. Aber genau das ist dann der falsche Weg, wenn ich dich richtig verstanden habe. Nicht zwingend. Man muss immer ein bisschen schauen, was habe ich für eine Herausforderung und welchen Bewusstseinszustand habe ich. Mhm. Weil wenn ich dann heute feststelle, dass ich seit 20, 30 Jahren irgendeine chronische Erkrankung habe, und dann werde ich wahrscheinlich nicht in dem Moment, wo ich dann mal eine Woche nach innen fühle, dieses Thema damit auch beenden und lösen. Das heißt, es ist schon dann oft unterstützend, zum Arzt zu gehen oder zu einem Therapeuten, zu Naturmedizin, was auch immer ansteht. Aber für manche Menschen ist es auch eine Operation, weil es nicht anders geht. Und dann aber zusätzlich zu dem, was im Außen notwendig erscheint, da zusätzlich dazu in diese Ebene zu kommen. Weil das ist dann die wahre Unterstützung. Aber wenn ich natürlich 30 Jahre rein im Verstand gelebt habe, jetzt vor 3 Wochen auf einmal so einen Impuls hatte und jetzt mal die ersten 2, 3 Interviews auf QS24 höre, nur mal als Beispiel, dann wird das nicht die ausschließliche Möglichkeit sein, die ich habe. Also das heißt, ich brauche dann auch manchmal was im Außen. Mhm. Aber immer zu gucken, sich nicht darauf zu verlagern, sondern immer so schnell es geht, auch so schnell ich in der Lage bin, diese tieferen Ebenen auch in mir zu eröffnen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ne? Dass wir dann uns schon noch mal die eine oder andere Hilfe von außen suchen, weil wenn ich mich zurückerinnere an Situationen, wenn es einem körperlich nicht gut geht, dann sage ich dann auch manchmal, dass ich mich dann einfach nicht fokussieren kann auf mich oder mich nicht einlassen kann, nicht in diesen inneren Raum komme, von dem du sprichst. Ne? Wenn du Schmerzen hast am Körper, dann ist das eben ein schwieriges Unterfangen. Ne? Und deswegen danke, dass du das ergänzt, dass es dann schon sinnvoll ist, sich da auch noch Unterstützung zu holen und dann parallel dazu eben sich diesen Raum dann versuchen zu erschließen, um die Kontrolle immer mehr loszulassen. Mhm. Wenn jetzt jemand ungeübt ist in dem jetzt, aber er fühlt sich angesprochen, er sagt, ja, im Außen weiß ich, was zu tun ist und habe ich diese und jene Schritte gemacht und ich möchte jetzt mit meinem inneren Heiler in Verbindung treten oder möchte ihn beauftragen oder was auch immer, da müssen wir vielleicht auch noch drüber sprechen, kann ich ihn denn beauftragen, meinen inneren Heiler? Und die Frage ist, dann mein innerer Heiler sollte ja eigentlich Teil von mir sein und ich sollte mich eigentlich auch damit identifizieren. Oder würdest du selbst das sagen? Nein, Identifikation stimmt so auch nicht. Wie
Weißt du, worauf ich raus will? Genau. Wie? Es gibt ganz unterschiedliche Ebenen wieder, wie ich das, was wir innere Heiler nennen, wie ich dazu stehe, wie ich auch in Verbindung kommen kann. Am Anfang kann man schon sagen, sich damit zu identifizieren. Das ist einfach so, weil man lebt ganz normal im Ego, im Verstand. Das ist so, irgendwann hört es auf. Und dann kann man die Sachen so nicht mehr benennen, wie wir das jetzt tun. Das heißt, am Anfang ist eine Erkenntnis, in mir gibt es eine Ebene, die wirken kann und ich mache mich jetzt mal auf den Weg. Das ist der Start. So, und dann hat man gehört, okay, es geht darum, nicht zu kontrollieren. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht mit einer übermäßigen Anstrengung irgendwie da in die Lage bringen, dass dieser Heiler sich meldet und mir möglichst gewogen ist und jetzt gleich alles in Ordnung bringt und damit ich dann so in 1-2 Monaten befreit bin. Ist alles bin. Fein. Ja. Also ist es ein wirklich komplexes Thema, wo ich anfange durch ein inneres Verständnis, nicht da außen liegen die wirklichen Heilmöglichkeiten, sondern die sind innen. Das ist ja grundsätzlich diese Aussage. Ich mache mich auf den Weg und dann schaue ich, was kommt mir auf dem Weg so entgegen. Also habe ich das Gefühl, ich mache das für mich allein. Ich breche einfach mal so ein paar Zelte im Außen ab, wo ich vorher zu der Therapie gegangen bin, dies gemacht habe, diese Optimierung probiert habe. Fühle jetzt für mich, ich lasse es mal für einen Moment mal einfach innerlich wirken. Das ist eine Möglichkeit, dem muss man aber Raum geben. Das heißt, man kann nicht einfach ein Leben weiter im Außen führen, zu sagen, ich lasse das und das weg und dann meldet sich das schon. Also ich muss einen Raum geben, dass ich überhaupt in diese Verbindung kommen kann. Und auch hier ist es wieder, ich höre mit Sachen auf und nicht aus dem Verstand heraus, weil es irgendjemand sagt, sondern weil ich jetzt in mir fühle, ja, diese Ebene könnte da sein. Das könnte sein. Aber ich lenke mich ja immer wieder ab. Ich mache immer wieder dieses und jenes und jenes. Jetzt höre ich mal damit auf. Jetzt lasse ich das mal als eine innere Erkenntnis, nicht als eine verstandesmäßige Entscheidung. So, und dann ist diese Ebene des inneren Heilers eine indirekte. Ich kann sie nicht kontrollieren, nicht bestimmen, aber es scheint so, zumindest in der Geschichte, in der wir hier so leben, dass ich Dinge tun kann oder nicht tun kann, damit es aktivierter wird. Also ich kann anfangen, mich anders auszurichten. Ich nehme mir Zeit und überprüfe mich selbst. Ich überprüfe mein Denken. Also was bin ich denn so für ein Denker? Und da heißt es noch gar nicht, dass ich das anders machen muss als vorher. Weil es geht nicht darum zu sagen, oh, das muss jetzt weg, sondern es geht um eine Wahrnehmung. Wie denke ich? Denke ich eher stark zurückhaltend, immer erstmal die anderen? Denke ich sehr nach vorn gerichtet? Ja, ich muss gucken, dass dies und das funktioniert, dass ich das und das für mich erreiche. Denke ich manchmal auch in Abspaltungen? Ja, der nervt mich, das will ich nicht. Oder ich will jetzt besser sein. Also was für ein Denken findet in mir statt? Und danach gehe ich auf noch eine tiefere Ebene und schaue, was für ein Fühlen findet in mir statt. Und dann gucke ich, dass ich beides befreie. Das heißt, dieses Denken, ich nehme es wahr, ja, was bin ich für jemand, für einen Denker, und lasse dann wie das Denken aus sich heraus sich erneuern. Es gibt ja dieses positive Denken, ne, dass man sagt, so, ich denke nicht ordentlich genug, jetzt muss ich positiver denken, damit auch das, was ich denke, das erschafft sich ja und damit ein besseres Erschaffen, eine bessere Manifestation stattfindet. Also denke ich jetzt positiv, ist auch wieder kontrolliert, ist auch wieder gemacht, aber in das Denken reinzugehen und es sich wie aus sich heraus erneuern zu lassen. Also so, als ob ich mich frage, was wäre denn eine feinere Art des Denkens? Was wäre denn jetzt möglich für mich? Und wenn ich das 2-3 Mal am Tag mache, ganz entspannt, muss nicht lang dauern. Und das mal über ein paar Tage hinweg, dann verändert es sich schon. Und das Gleiche mache ich mit dem Fühlen. Wie reagiere ich in gewissen Situationen? Was glaube ich, muss ich eigentlich in meinem Leben erledigen? Weil in den Gefühlen, da ist ganz viel gespeichert von, ich muss was machen, ich muss irgendwo hin. Das heißt, da sind meine Gedanken quasi emotionalisiert in den Gefühlen. Und wenn ich auch diesen Raum sich ein bisschen befreien lasse, dann gebe ich schon diesem inneren Heiler, die Ebene, die noch tiefer ist, quasi eine neue Richtung.
Das heißt, dieser innere Heiler ist nicht ganz so einfach. Über das Fühlen nimmt man es ganz intensiv wahr. Rein über das Denken ist es ein bisschen schwierig, das Ganze zu verstehen. Aber es ist wie ein innerer Kompass. Fast so ein bisschen wie ein Boot. Wenn ich ein Auto steuere, ne, dann mache ich das Lenkrad, drehe es rüber und das Auto fährt sofort in diese Richtung. Bei einem Boot, wenn ich da steuere, braucht es ein bisschen, bis das darüber kommt. Und so ist es mit dem inneren Heiler, mit dieser inneren Ebene. Also, ich schaue, was gilt es wegzulassen? Was gilt es in mir, sich noch zu öffnen, zu befreien aus gewissen Strukturen heraus? Sei es Glauben, sei es Wissen, sei es Denken, sei es Machen, Tun. Und damit bewege ich die Ebene des inneren Heilers in eine neue Richtung. Beziehungsweise ich lasse sie sich in eine neue Richtung bewegen. Mhm. Jetzt haben ja dann auch viele Menschen ganz schnell die Erwartung, dass wenn sie das tun, wenn sie sagen, ich habe mich doch jetzt ganz intensiv damit beschäftigt, habe, weiß ich nicht, losgelassen, habe versucht, in mich hineinzuspüren und es verändert sich aber nichts. Was dann? Was dann, genau. Mhm. Dann fängt das Vertrauen an zu bröckeln, dass das vielleicht ein Weg sein könnte. Wie ist es denn mit dieser Verbindung zu diesem Raum, zu dieser Instanz? Geschieht dann eben Heilung oder Veränderung instantan oder mal so, mal so? Es ist mal so, mal so, ja. Weil wir es nicht kontrollieren können. Ich sage immer wieder gerne, gib den Sachen mal wirklich Zeit. So, jetzt machen wir mal eine echte Veränderung, eine echte persönliche Entwicklung. Irgendwann ist es ja nicht mehr persönlich, weil sich das Persönliche wirklich auflöst. Eine persönliche Entwicklung, 10 Jahre. 10 intensive Jahre und dann hast du eine grundlegende Veränderung. Und das ist absolut möglich. Da gibt es Leute, die sagen, ja, ich bin auch schon seit 30 Jahren auf dem Weg, aber da klemmt es trotzdem hier und da noch. Dann würde ich sagen, okay, dann schau mal, fühl mal wirklich nach innen, was tust du da? All diese Sachen sind individuell. Und alles soll am Ende auch so sein, wie es ist. Es geht gar nicht darum, dass wir alles verändern. Aber irgendwann kommt der Moment, wo es in mir sich verändert und wach wird. Und ich sage jetzt hier 10 Jahre. Für den einen ist das unglaublich lang, weil er sagt, was? Ich dachte jetzt mal so, 3 Monate. Ich habe doch dieses Thema jetzt angeschaut. Jetzt sagt er 10 Jahre. Das bedeutet einfach nur, deine Vorstellung von etwas mal aufzubrechen. So, und jetzt kommt die andere Seite, die sagt, ich mache das seit 30 Jahren. Ich habe immer noch keine Veränderung. Und dann müsste man dort sagen, okay, entweder du schaust, in welchem eigenen Teich schwimmst du die ganze Zeit. Also, wie kannst du mal rauskommen? Was kannst du tun? Wo kann dich vielleicht mal jemand unterstützen, um aus diesem, so ein bisschen wie eigene Suppe, in der man schwimmt, da auszutreten, um in einen ganz anderen energetischen Raum zu kommen. Also, es ist mal so, mal so. Manchmal hört man etwas, fühlt etwas dadurch, trifft eine innere Entscheidung und es gibt sofort eine Veränderung. Mhm. Und manchmal bist du eine Weile auf dem Weg, bis du wahrnimmst, okay, jetzt weiß ich, was gemeint ist. Jetzt hat es sich wirklich grundlegend verändert. Jetzt auf einmal dämmert es mir. Das ist die Existenz. Das ist das, worin wir leben. Ich weiß noch, wie es war bei mir vor 12, 13 Jahren, oder 14, als das anfing, dass ich gar nichts wusste. Nichts. Ich hatte keinen in meiner Familie, niemanden, der irgendwelche Hinweise für mich hatte. Überhaupt nicht. Ich habe das alles selbst erlebt mit viel Sorge und Ängsten und Verstand natürlich. Was kann ich tun? Was ist der nächste Schritt? Wie kann ich mich heilen? Wie kann ich das tun? Und ich erlebe mich jetzt einige Jahre später, wo ich kaum noch über diese Sachen sprechen kann. Weil es mir immer schwerer fällt, weil es sich so gelöst hat. Weil ich diesen Stefan schon mich noch erinnern muss, gar nicht mehr griffig habe, sondern da sind ganz viele Momente, wo einfach nur
es ist und nicht mal das. Also es gibt wirklich Veränderungen. Man braucht manchmal einfach ein bisschen Vertrauen, ein bisschen Zeit. Nochmal durchatmen, noch einmal durchstehen. Und die große Sinnfrage, warum eigentlich das alles, warum diese ganzen Themen, gerade auch Menschen, die so Schmerzen haben, oder Ängste, stark im Leid sind, da findet man oft Ursachen auch in der Vergangenheit, wo man sagt, ja, aufgrund dessen ist es so. Irgendwann erkennt man mal, dass es gar keine Vergangenheit gibt, dass alles nur im Jetzt stattfindet, dass es parallele Projektionen sind. Und für die, die jetzt in einem starken Leid sind, ist immer so ein Hinweis, guck mal, wo hast du das Gefühl, ist eine gute Energie, also wo du jemanden sprechen hörst, wo jemand eine Therapie anbietet und das quasi zu probieren. Weil es ist so, dass manche Sachen im Außen geklärt werden müssen, bis man dann überhaupt in die Ruhe kommt, sich da nach innen wenden zu können. Wenn man beides gleichzeitig macht, unterstützt es das natürlich nochmal. Aber ich weiß, dass Menschen, die echt Schmerzen haben, dass das ein ganz großes Thema ist. Ja. Da bräuchte es dann aber dann erstmal eine Schmerztherapie, bevor man sagt, jetzt kümmere ich mich um diese innere Ebene, um mein Schiff, was sich so navigiert. Man kann das gleichzeitig probieren und trotzdem ist das immer wieder eine Herausforderung. Mhm. Ja, weil eben Schmerzen, die sind ja ständig präsent und ich habe manchmal einfach das Gefühl, das lenkt uns auch davon ab oder beziehungsweise es lässt uns gar nicht in diese anderen Räume kommen, wo wir dann unseren inneren Heiler kontaktieren können. Mhm. Okay. Ja. Wir sind leider schon wieder am Ende dieses Gesprächs, aber ich hoffe, wir konnten das Bewusstsein öffnen für den inneren Heiler. Ich bin sogar ganz sicher. Und wenn jemand noch mehr Informationen haben möchte, wo findet er mehr von dir beispielsweise? Ja, wie immer, das Bewusstseinsfeld, wenn man das eingibt, lesen im Bewusstseinsfeld, findet man es ganz gut. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, lieber Stefan. Ich freue mich schon auf weitere Gespräche. Wir werden daran natürlich anknüpfen und weitere spannende und hilfreiche Themen aufgreifen mit dir zusammen. Danke sehr. Danke, Alexandra. Liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, wir konnten Sie gut mitnehmen auf diese Reise zu Ihrem inneren Heiler oder zumindest ansatzweise ein paar erste Schritte einleiten mit Ihnen. Im Namen meines Gastes wünsche ich Ihnen Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Bleiben Sie achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst. Das ist schon mal das Wichtigste. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiedersehen. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.